haben wir nicht so ganz den Platz für und auch nicht die Samen, oder? Samenöl, wie viel haben wir inzwischen? 4 Buckets? Nein, 9 Buckets. Wow. Aber ich benutze ja auch die falschen Samen. Wir haben ganz viel Weizen. Was sage ich mit der Toastbrot-Quest? Wie viel sind das? Sind das wirklich 10.000? Dim, dim, dim. Hell's Kitchen. Ach, so weit sind wir noch gar nicht, weil wir keine Kühe haben. Wir haben jetzt Imp-Leder. Und mit Imp-Leder können wir Leder herstellen. Und mit Leder können wir einen Kuhspawner herstellen. Und die können wir dann züchten. Stimmt, hey, sehr gut. Leder, gib mal. Leather. Da ist Imp-Leather. Dim, 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 dim. 4 Leder. Wie viel Leder brauchen wir für so einen Spawner? Spawn. Nein, nein, nicht hier. Zeig mir. Spawn-Eier. Blitz, High Golem, Creeper, Skelett, Silverfish, Spider, Enderman, Pigman, Ghast, Zombie, Witch, Pig, Sheep, Cow. 8 Stück. Und ein stinknormales Ei. Ja gut, also wir müssten dann theoretisch mal wieder in den Nether. Und im Nether ims Jagen gehen. Alternativ könnten wir auch noch den Spawner aufbauen. Aber das ist ein riesen Rattenschwanz, der beim Spawner hinten dran hängt. Also für den Spawner müssten wir den Turm oben umbauen, den Spawn-Turm. Damit, also das hängt so zusammen. Der Spawner produziert ja für uns die Viecher. Und wir brauchen die Viecher, um Monster-Essenz herzustellen. Weil die Monster-Essenz braucht man, um die Viecher überhaupt zu spawnen. Und das ist nicht so super selbsterhaltend. Also ich kann jetzt nicht einfach ganz, ganz viele Spawner hinhauen und dann klappt das. Wir brauchen dazu auch noch den regulären Spawn-Turm. Oh, oh, ich wollte gerade wieder hochfliegen. Du nimm Jetpack raus, genau. Dann zeige ich mal kurz. Flieg. Also Plan wäre dann, wir bauen hier oben. Machen wir das Ding dicht, dass keine Sachen mehr runterfallen. Wir müssten eigentlich noch hier... Habe ich gerade Erfahrungspunkte eingesammelt? Okay. Wir müssten eigentlich die Decke hier noch einmal komplett erhöhen, um einen Block. Damit überall Enderman spawnen. Und dann müssten wir hier drin taktisch verteilen Grinder. Oder wir verteilen, oder wir stellen sie einfach so hin, dass sie in der Mitte hin zeigen. Weil da werden die Gegner ja eh hingeführt durch die Fließbänder. Ich hack mal ganz kurz hier auf. Genau, da werden sie jetzt hingefahren, fallen sie runter und sind sie tot. Das darf nicht mehr passieren. Weil die Monster brauchen wir jetzt für die Monster-Sapsche. Damit die Monster-Sapsche sich ansammelt und wir dadurch den Spawner befüttern können. Damit der Spawner für uns die Sachen herstellt, die wir brauchen. Als ob ein Kuh-Spawner, ein Imp-Spawner oder was auch immer. Also wir könnten einfach da eine Zwischenebene reinmachen. Noch Gegner hier? Gut. Alles ruhig, okay. Also wir könnten... Viel zu wenig Holz, geben wir Holz her. Das ist so praktisch mit dem Jetpack. Das war so ein Krampf, das früher zu machen. So, also hier. Ja, sagen wir mal hier. Oh. Hier kommt eine Ebene rein. Das heißt, alle Gegner werden dann hier drin gesammelt, in diesem kleinen Miniraum. Und hier in den Ecken, da, da, da und da meinetwegen, sind dann Grinder. Und die Grinder zerhäckseln die Gegner, sammeln die Gegenstände ein und machen aus den Überresten der Gegner halt diese Monstersuppe, die der Spawner braucht, um zu funktionieren. Das klingt echt gut, ja. Ja, ja, ja. Okay. Das heißt, hier kommen die Grinder hin. Die müssten dann ein Fluid-Importer haben. Den machen wir mal da drunter. Nee, du bleibst schön da. Das heißt, ein Fluid-Importer kommt unten ran. Ein Item-Importer kommt hinten ran, damit wir halt auch weiterhin noch die Monster-Drops bekommen, weil wir brauchen weiterhin unser Bone-Meal und anderes Zeug. Brauchen wir es relativ, aber ich will es einfach haben.
Also ja, unten Fluid Importer, hinten Item Importer. Oh, und Strom braucht das ganze Ding auch noch. Das heißt, an der Seite müsste dann auch noch einer ran. Das ist nicht so schön. So wäre das dann. Okay. Ja, gut, geht nicht anders. Hoch. So, warte mal. Hier können wir dich rausreißen. Also, das ist jetzt unser nächstes Projekt für die nächsten Folgen. Wir bauen den Turm so um, dass wir mit Grindern arbeiten, nicht mehr mit Fallschaden. Und dann machen wir unten im Turm den Spawner für die Sachen, die wir gezielt spawnen wollen, mit dem Spawner-Block. Ah, ja. So. Den kriegen wir endlich unser Leder durchgehen, kriegen unsere Kühe und alles ist gut. Vor allem ist es auch praktisch für andere Sachen. Zum Beispiel, was haben wir da? Wither-Skelette. Wobei, bei den Wither-Skeletten bin ich mir nicht ganz sicher. Ich glaube, bei den Wither-Skeletten müssen wir dann noch was anderes bauen. Weil die Köpfe von den Wither-Skeletten, die man braucht, um den Wither-Boss zu spawnen, die droppen, glaube ich, nur, wenn man sie entweder selber killt oder wenn man Invar-Spikes benutzt. Invar-Spikes sind so ähnlich wie diese Punji-Sticks, die jetzt unten im Turm sind. Die machen einfach nur Schaden an Gegnern, sorgen aber auch dafür, dass die seltenen Drops droppen. Was sie bei den Punji-Sticks und Fallschaden und ich glaube auch Grinder nicht können. Und so könnte man dann durchgehend Wither-Bosses spawnen, was ja doch ganz praktisch sein kann für die Nether-Stars. Es gibt nämlich auch Generatoren, die arbeiten mit dem Nether-Star. Du, da, da, da. So, ich hätte gerne Licht hier oben. Und zwar schön da am Rand erstmal. Also der Turm ist jetzt kurzfristig außer Betrieb. Obwohl, das ist halt so. Und sobald die Sachen hier alle weg sind, könnten wir eigentlich oben wieder mit dem Builder's Wand arbeiten. Fällt mir gerade auf, ja. Ja, bei solchen großen Flächen ist es auch richtig schön, damit zu arbeiten. Bei den Plattformen ist es halt teilweise nervig. Gerade weil das Mauern einziehen ist ja nochmal zwei Blöcke Raumgröße weniger. Und dadurch ist man ganz schnell an der Ecke und an der Ecke muss man wieder neu setzen und so weiter und so weiter. Das ist doof. Aber hier, ne, müsste es eigentlich ganz problemlos gehen. Jo, 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 jo. Sehr schön. Zack, zack. Zu. Und selbst hier arbeitet er ohne Probleme. Gute. Braucht nur mehr Holz. Holz, Holz, Holz. Warum war hier in den Ecken kein Conveyor-Belt? Ach so, weil ich nicht rauskam, ne? Ja, da war was. Die Schwächen der Vergangenheit. Da hatten wir noch kein Jetpack. Ding. Weg mit ihr. Weg mit ihr. Und das nagt doch schon so ein bisschen an mir, dass ich eigentlich schon ganz, ganz früh hätte ein Jetpack bauen können. Ich hatte mich halt drin verrannt, dass wir unbedingt Leder brauchen dafür, weil das allererste Rezept, okay, und das zweite Rezept, eine Ledertunik brauchte. Aber auf das dritte und vierte Rezept habe ich dann gar nicht erst gestartet, weil ich davon ausgegangen bin, dass es schwerer ist. Ist es ja auch, theoretisch. Oh, was haben wir da? Haste. Also ja, es ist auch schwieriger, weil es höherstufigere Ressourcen braucht. Aber die höherstufigeren Ressourcen bekommt man eher als das doofe Leder, wenn man jedenfalls so arbeitet wie ich und nicht sich irgendwo eine richtige Spawn-Plattform baut. Das war auch schon so oft im Gespräch gewesen. Ich hätte einfach mal so vor 20, 30, 40 Folgen losziehen sollen und eine Folge lang über irgendein Thema reden und einfach nur in eine Richtung Blöcke bauen, bis wir dann irgendwann in ein ordentliches Biom kommen. So, die müssen jetzt wieder alle weg. So, so, so. Hätte ich gar nicht bauen müssen. Gucken wir mal, ob das Holz reicht. Eigentlich setze ich das Ganze ja nur eine Stufe höher. Das heißt, es fehlen die Blöcke, die außenrum sind. Die lasse ich erstmal weg. Soll hier nur funktionstüchtig sein. Oh, und unten in der Mitte hätten sie noch ein paar sammeln können. Muss ich auch gleich mal gucken. Ja, kein Holz mehr. Okay.
Da liegt noch ein bisschen was, aber nicht so wirklich viel. Nicht wegschieben. So. Du. Hier. Hier. Ja. Sehr gut. Also, die Ecke da fehlt noch. Aber die ist nicht wirklich für die Funktionalität des Turmes ausschlaggebend. Sieht trotzdem doof aus. Also wird später gefixt, aber halt später. So, jetzt gucken wir mal. Genau, hier ist jetzt dieser Krüppel. Sieht aus, als hätte man Löcher in den Turm reingeschossen. Aber da kommen halt die Grinder und Kabellage für Grinder mit rein. Und hier unten draus machen wir irgendwie einen Spawn-Turm. Weiß ja nicht. Ja, Also hundertprozentig zufrieden bin ich mit ihm nicht. Weiß nicht, wir hätten... Also wenn ich jetzt das Ganze nochmal planen würde, hätte ich weiterhin unsere 3x3 Plattformen, aber den Spawn-Turm hätte ich auf einem langen Steg in Richtung Norden oder Süden außerhalb von den 3x3 Plattformen gebaut und nicht auf einem der Plattformen. Weil so ist er total unsymmetrisch unten rechts in der Ecke da. Passt nicht so ganz. Aber na gut, ich hätte jetzt gerne Grinder. Grinder. Gucken, was wir dafür brauchen. Invar-Schwert und Tin-Gears. Okay. Invar-Sword. 1, 2, 3, 4. Was fehlt da unten? Bücher. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Das hört sich gerade an, als hätte irgendjemand Gras gefressen. Das war so ein Crunch-Geräusch, wie die Kühe machen, wenn sie, oder die Schafe machen, wenn sie Gras essen. Und dann die Wolle wiederkommt. War nix, okay. Bücher. Genau, Bücher rein. Grinder. 2, 3, 4 Grinder. Sehr schön. Dann hätte ich gerne Importer. 4 Stück. Ganz normale Importer. Oh nee, warte mal, wir brauchen 8 Stück davon, weil aus den normalen Importern werden dann Precision Importer, werden dann Fluid Importer. Okay, 1, 2, 3. Sticky Pisten. Und diesmal machst du da bitte kein Dingens draus. Nimmst nicht unsere letzten Schleimbälle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jungs. Das kann ja nicht sein, dass wir keine... Piston. Baue mir bitte ein Piston. So. Bitteschön, haben wir ein paar Vorrat. Also, Importe haben wir 3. Ich import. Da. 4, 5, 6, 7, 8. 4 kommen davon wieder rein. Daraus hätte ich gern Precision Importer. 1, 2, 3, 4. Daraus hätte ich gern einen Fluid Importer. Fehlen bestimmt wieder die Buckets, oder? Nee, fehlen mal nicht. Oh, sehr gut. So. Stromversorgung. Das wird jetzt das nächste Problem. Wir müssen irgendwie da oben hin Energy Conduits bekommen. Alternativ könnten wir wieder mit der Magma-Dynamo-Geschichte arbeiten, aber... Damit sollten wir echt langsam aufhören, oder? Weiß ja nicht. Haben wir noch Kabel über? Nö. Hier, Redstone rein. Okay, Zeit für ganz, ganz viele Kabel und ganz, ganz viel Redstone. Conduit da. Oh, da fehlt die Elektrum. Das hatten wir aber schon in die Wege geleitet, ne? Hier oben in der Smeltery. Ja, Molten Elektrum, sehr gut. Raus. So. Irgendwie leckt hier ein bisschen, kann das sein? Oder es braucht einfach nur länger Elektrum zu gießen. So,
So, so, nochmal, 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 nochmal. Euch zerlegen Rinder. Nicht da rein. Da rein. Was? Was fehlt jetzt in der Mitte? Hardened Glass, da brauchte man Blei für und das Wasser, 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 Wasser. So, so. Wir hatten nicht genug Elektrum für das letzte Dingens da, das ist nicht gut. Was? Doch, haben wir. Spinnst du mal wieder? Ist aber nicht nett. Ja, reicht auf jeden Fall. Komisch. War nur irgendein kleiner Ruckler. So, du weg. Du weg, danach müssen wir uns um die Bleigeschichte kümmern. Dich zerlegen. Runter. Hier bei dem Induction Furnace. Induction Smelter. Du brauchst... Oh. Du brauchst Pulverized Obsidian. Davon hatten wir doch eigentlich eine Menge, oder? Obsidian. Ja, 32. Eine Menge ist was anderes. Du rein, du rein, du rein. So, Induction Smelter, Pulverized, das da. Hier kommt mehr Redstone rein, hier kommt mehr davon rein. Gut, also nächste Folgen. Ganz, ganz viele Conduits bauen, dementsprechend ganz, ganz viele Conduit-Gerüste bauen. Regelmäßig Redstone reinschmeißen. Wir müssen unbedingt wieder den Obsidian-Generator anschmeißen, wenn er dann noch existiert. Ich glaube, den gibt es nämlich gar nicht mehr. Das heißt, wir müssten irgendwo dann ein Igneous Extruder hinbauen, der einen Liquid Exporter hat mit Wasser und einen Liquid Exporter mit... Was ist mit dir? Ach, du bist Wasser. Also ein Exporter mit Wasser und mit Lava und dann können wir wieder Obsidian herstellen, damit wir genug im System haben. Damit stellen wir dann Pulverized Obsidian her, damit machen wir weiter dieses Glaszeug. Dann haben wir ganz, 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 ganz viele Kabel. Und dann würde ich ganz gerne die Kabel... Ja, hier an der Decke lang setzen. Also einfach von hier aus. Hier neben das NE-System lang. Und dann oben in unsere Wartungsschächte, die man jetzt noch nicht sehen kann, aber die hier eigentlich durchlaufen. Genau. Hier auf die Höhe dann. Und dann verteilen wir das. Wir können theoretisch später mit Tesseracts arbeiten, aber dafür haben wir momentan nicht die Enderperlen. Und so müsste das auch gehen. Weil die Conduits haben, soweit ich weiß, zwar Verlust, aber den haben sie unabhängig davon, wie weit die Strecke ist. Also sie verlieren irgendwie 0,5% oder so von der eingehenden Energie. Das ist alles vollkommen vernachlässigbar. Das heißt, wir können hier wirklich die Generatoren bauen, Kabellage einmal in unseren ganzen Riesenwürfel in jede Zwischenwand. Und wenn wir dann irgendwo eine Maschine hinsetzen wollen, dann brauchen wir einfach eine Verbindung zu den Zwischenwänden und dann ist gut. Boah, das klingt nach einem Plan. Also bis denne.